Maisgrieß quasi, ne? Und 400 Gramm Quark. Und das ist dann eine ganz schöne Menge, ne? Was wir da rauskriegen, oder? Ja, Respekt. Respekt. Macht auch satt. Macht auch satt, ja. Also, mein, früher hat man das ja auch als, sogar als Hauptmahlzeit gegessen, ne? So ja. In den Tagen, wo man sich gefreut hat, dass man Kartoffeln hatte und Beziehung hatte zur Molkerei, hat man Quark bekommen. Guck mal hier, das ist deine Schüssel. Bitte schön. So. Und dann gab es das als eigenständiges Mittagessen. Also bei mir gab es das früher, wenn ich aus der Schule kam. Wir sind ja sonntags noch in die Schule gegangen. Kennst du ja auch noch, ne? Ja, bist auch so ein Sonntagsschüler noch, ja? Und wenn wir nach Hause kamen, dann roch ich im Haus schon, oh, heute gibt es Quarkköchen. Und meine Mutter hat dann immer noch eine Suppe vorher gemacht. So, das ist auch schon mal ein komplettes Essen. Ne? Ich denke, es ist schon voll, oder? Kriegen wir die noch rein? Ja, ne? Ja, wir schieben. Oh ja, guck mal, den kleinen kriegen wir hier noch rein. So, siehst du. Schön. So, wunderbar. So. Also ich denke mal, die Quarkkeulchen bei mittlerer Hitze braucht man schon so 7, 8, 9 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten, je nach Herd. Muss man ein bisschen gucken, die sollen ja schön goldgelb außen sein, dass sie auch innen drin durch sind. Die sind auf alle Fälle nicht matschig, ne? Das sieht man schon vorher auch vom Teig her, hat man das Gefühl, ne? Die werden auch nicht kaputt gehen, ne? Denke ich. Ne? So, hier habe ich so eine schöne Palette, kannst du die dann auch mit wenden, wenn es zu weit ist. Ja? Genau. Genau. So, was machen wir jetzt noch? Wir machen noch gleich für das Anrichten des Desserts. Da haben wir ja jetzt unsere Pflaumensoße, ne? Oder unser Pflaumenpüree, wie man so schön sagt. Ne? Und Sie sehen schon, liebe Zuschauer, wir haben heute ein Dessert. Es macht auch ein bisschen Arbeit, ganz ehrlich gesagt, aber es macht Spaß, wenn man es sich in der Küche selber zubereitet, weil es ganz einfach was ganz Frisches, Leckeres ist aus guten Zutaten, ne, mit frisch gesammelten Äpfeln aus der Natur, die jetzt überall wachsen. Man könnte auch zum Beispiel die sogenannten Augustäpfel nehmen, ne, oder manche Sachen Kornäpfel oder so. Ja? Okay, guck, jetzt haben wir ja gesagt, wir machen eine Pflaumensahne. Weißt du? So, hast du hier deinen Pflaumenpüree. Ne? So, ich mache das mal hier für uns zum Anrichten. Und dann haben wir hier noch geschlagene frische Sahne. Siehst du? Die hebe ich jetzt mal hier einfach drunter. Ne? Sieht gut aus. Ne? Ich denke, hier kannst du vielleicht so auf die 6 wieder gehen, bei der Pfanne. Ja? So, und das vermenge ich hier einfach mal, diesen wunderschönen Pflaumenpüree mit der Sahne. Und wir nehmen das heute mal auf unseren Teller als Untergrund, als Soßenspiegel. Ne? Ja. Während wir die jetzt noch fertig braten, Hubert, ne? Und vor dem Anrichten vom Dessert, da haben wir noch was ganz Besonderes für Sie, liebe Zuschauer, nämlich eine Neuerung in unserer Sendung bei Eschlecker TV. Und wir versäumen es ja nicht, alles zu tun, damit wir auch Sie aktivieren zu Hause am Bildschirm. Denn genau für Sie produzieren wir Eschlecker TV bei Hubert Hölzl, Küche 3000 in Nossen. Und wir haben eine Preisfrage heute für Sie und es gibt auch etwas Wunderbares zu gewinnen, was wir Ihnen gleich präsentieren. Aber zuerst wollen wir wissen, ob Sie auch bei uns aufmerksam in der Sendung sind. Und wenn Sie das sind, dann können wir Ihnen heute etwas Wunderschönes anbieten, nämlich von der Biomarke aus dem Kaufland in Döbeln gibt es hier wunderschöne Zutaten, die Sie auch zu Hause in der Küche verwenden können. Das sind auch zum Teil Zutaten, die wir hier schon selber verwendet haben. Und zwar haben wir hier so ein bisschen schönes Olivenöl, alles Bio-Sorte. Wir haben schon was für die Backzeit zu Hause, frischen Sesam. Wir haben hier wunderschöne Hirse. Und ja, dann gibt es auch so schöne Sachen, die man auch mal auf die Schnelle zu Hause machen kann. Tagliatelle, ne, auch Bio. Und hier haben wir ein bisschen was Süßes für unterwegs. Gibt es ein paar schöne Kekse und ein paar schöne Waffeln. Wenn es kalt wird, haben Sie wieder einen schönen Tee. Kann man alles gewinnen bei uns, Hubert. Und dann haben wir hier so schöne Waffeln mit Schokolade. Hier können Sie sich eine schnelle Brühe zubereiten. Wenn Sie Alternativen zum Zucker suchen, haben wir fantastisch einen Ahornsirup. So, den stelle ich mal hier hin. So.
und frische Oliven. Und das Ganze präsentiert uns das Kaufland in Döbeln. Und wir wollen Folgendes von Ihnen wissen, wenn Sie das alles gewinnen möchten. Und zwar, in oder wo protestieren wir mit dem Regionalfernsehen Eschlecker TV? Ist es A, die Power-Küche in Waldheim? Oder B, die Küche 3000 Hubert Hölzel in Nossen? Oder C, der Küchenriese in Döbeln? Antworten Sie uns einfach, schicken Sie uns Ihre Antwort an Regionalfernsehen oder an eine unten eingeblendete E-Mail-Adresse oder rufen Sie uns einfach an und wir verlosen dann den Gewinner unter der richtigen Antwort. Ne? So machen wir das. So, liebe Zuschauer, unsere Quarkkeulchen, die sind jetzt fertig. Denken Sie dran, Sie brauchen zwischen 8 und 10 Minuten. Bei uns geht das eben heute alles ein bisschen schneller. Ne? Ich muss ehrlich sagen, mir ist halt ganz schön warm in unserer Küche. Wir haben ganz schön viel mit Pfannen gearbeitet. Und deswegen, wir richten das jetzt mal schön an für Sie. Und ja, wir haben ja da die ganzen wunderschönen Sachen dazu vorbereitet. Und zwar, weißt du, ich mache das jetzt mal ganz einfach so, Hubert. Wir haben ja hier unsere schöne Pflaumensoße. Mhm. Und die hat hier auch so eine schöne pur. Farbe. Pur, jetzt pur, weißt du? Naja, das setze ich jetzt oben drauf. Na, ich mache das mal so hier. Mhm. So, jetzt setze ich das hier so ein bisschen rein, hier in die Mitte. Weißt du? So. Und dann können wir die ganze Sache auch noch ein bisschen so an der Seite ein bisschen ausziehen hier. Weißt du? So. So, ganz einfach. So ein bisschen Dekor. Und dann, wo hast du denn meine Palette? Hast du hier? Gut, ich würde sagen, wir geben hier so an die Seite 1, 2, ne? Oder? Was meinst du? Reichen zwei? Nee, ich mach drei. Drei? Ist zu viel. Ah. Ist zu viel. Ja, ich bin dafür, wir machen das so. Deine Äpfel, legst du es bitte so hier oben drauf, so ein paar schöne, von den schönen Äpfeln, ja? Und ich hol dir noch. Ja, haben wir schon hier. Genau, so schön hier drauflegen. Richtig. Ich gebe dir schon so ein bisschen. Ich mache dir das hier noch so ein bisschen schön an die Seite. So. Siehst du. Wunderbar. Reicht, oder? Reicht. Gut. Ist gut so. Ist gut so. Guck mal, dann haben wir hier so ein bisschen Melisse. Quarkkölschen war ganz anders. Du hast mich am Anfang gefragt, damit soll ich jemanden vom Hocker reißen. Ich weiß ja nicht, ob es mir gelungen ist oder ob uns das gelungen ist. Zumindest ist es mal eine ganz andere Variante, die wir heute gemacht haben, die wirklich sich lohnt nachzumachen, liebe Zuschauer. Quarkkölschen, altes, klassisches, sächsisches Rezept. Wir haben es heute mal ein bisschen verändert. Sie können das alles nochmal nachlesen in unserer Rezeptübersicht. Genau. Und wir freuen uns, wenn Sie uns einfach auch mal so eine kleine Rückmeldung geben, wie Ihnen das gelungen ist. Genau. Ja? So, das war für heute in Nossen die Folge von Eschlecker TV bei Hubert Hölzel in Küche 3000. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen das Spaß gemacht hat. Mir hat es wie immer bei dir wieder viel Spaß gemacht. Freut mich, du bist schon ein für mich so richtig vertrauter Begleiter geworden am Ofen und auch ringsrum. Und wir wünschen Ihnen bis zur nächsten Sendung alles Gute. Haben Sie eine schöne Zeit und lassen Sie sich überraschen, was wir Ihnen in der nächsten Sendung alles so Schönes präsentieren. Es wird mit Sicherheit was sehr Schönes. Und viel Erfolg beim Nachkochen. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen.